So, die Pobi, bla 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 bla. Okay, nochmal. Es geht weiter. Graveyard of Dragons. Graveyard, das war gerade. Also, jetzt kommt. Also, wir haben alle 12 Splitter des Tierkreiszeichens Frozen Land Ice Dragon Shrine. Okay. Jetzt wird's kalt. Von der Hitze zur Kälte. This was truly a journey beyond all imagination. 5000 meters. No, perhaps even higher than that. The clouds already below them, they ascend the frozen mountain. Suffocation, vertigo. They were already approaching the limits of their strength. Well, Joey, is everyone making good use of the drill grounds? Of course, if you win often, you'll be that much stronger. Joey, it seems you haven't won much yet. Are you purposely avoiding the drill grounds? Soll ich mehr machen? Sorry, I don't really have the money, so. Ach stimmt, es kostet ja auch Geld. Well, it's fine if you're not struggling now, but when things get tough, that experience will be the clincher. Just remember, if you ever feel that your foes are too strong, there's a place where you can hone your skills. Okay, danke für den Hinweis. Oh, die Map sieht ja mal interessant aus. Okay, Eisdrachen. Ganz schön kalt sieht das hier aus. Also, das ist im Vergleich zum letzten Level immerhin realistisch. Weil in so einem Vulkan mit flüssiger Lava, wenn man da auch nur in die Nähe kommt, dann ist man schon instant verbrannt. Also, dann ist man einfach tot. Aber hier sowas geht ja noch. Okay, es gibt eine Menge Eisdrachen, sonst ein Beck ist da. Oh. Barbaren, Diebe. Dark Mage. Okay. Barbarian. Und ein paar Truhen. Bolganone. Okay. Thanks to the heroic people of Altea who stood up to protect the princess, the people of Akanea came to know she was alive and resumed their battle against Dolhel. Wie soll man das überhaupt aussprechen? Ich habe keine Ahnung. The Liberation Army was led by Duke Carthas, who fought with the royal shield given to him by Artemis. And thanks to their efforts, the tides of battle turned to their favor. However, the King of the Earth Dragons, Medios, finally decided to make his move. Medios. Before his overwhelming might, it seemed like Altair's resistance wouldn't last any longer. But then, a sage appeared before them. He spoke of a divine sword enshrined in the ice shrine in the distant north. With that blade, it would be possible to fell Medios, but the way to obtain it would be by no means easy, and that would be Anri's way. The way we are going through right now. Okay. We've passed the desert of death and the fire dragon's graveyard. The last of Anri's way leads to the ice dragon shrine. If we obtain the light sphere from Lord Goto, we'll be able to combat the dark sphere that controls Hardin. And then we might just be able to reclaim Altea and save Hardin. Okay. Cecil, du hast noch überlebt, das finde ich gut. Oh, hi Cecil, about last time. Hey, wait, please wait! Why are you trying to run away from me? Last time I really made a fool of myself. And I was talking so proudly, you can laugh all you want. So you have a weakness too, Cecil.
Yes, I do. What about it? No matter how hard I try, I can't do anything if I'm afraid. It's my fault for being afraid. That isn't a bad thing. That's just how you are. Say what? Everyone has their weaknesses. I'm the same. And that goes for battle too. None of us are perfect. That's why we have to work together. So, you don't need to force yourself. Joey, that might be true. I didn't want to fall behind. I didn't want to show my weakness. That's why I was always acting tough. But because you saw my weakness, I think I can relax a bit now. I see, all is well then. But I have to say, you can be unexpectedly cute, Cecil. Cute? Oh my god, yes. The way you screamed was... You erase it from your memory. Take this. Wait, calm down. I was just saying... I don't care. Forget about what you saw. Forget it! Take this and this. Bam. Verprügelt. Das ist doch eher Tsundere, oder? Edsel and Joey. Hi Edsel. Du hast auch ein Monokel auf. Sir Edsel, it's time for the meeting. Hm? Oh, got it. Sorry, I'll get going right away. That ring. Is it dear to you? Yeah, can you tell? I seem to stare at it every now and then. Was it a gift from somebody close to you? Kind of. This is a memento of my late wife. I see. I'm sorry. No, it's alright. My wife dreamed of a peaceful world, and I'm fighting to make her dream a reality. But I suppose I think of her too much. Okay, seine Frau ist tot? Joey? Excuse me, am I interrupting you? No, nothing of the sort. When I close my eyes like this and feel the wind on my body, my heart becomes free and I can focus. That reminds me, they call you the Wind Mage, don't they, Sir Merrick? Yes, I suppose I acquired that name because of my mastery of Excalibur. See, the Wind Magic, Excalibur. Excalibur suits you well, Sir Merrick. I guess, but would you be surprised if I said I didn't choose Excalibur, but rather Excalibur chose me? Oha, das ist ein Plot Twist. Excalibur chose you? That's right. My teacher, Master Wendell, once gave Excalibur to me and Tauron to Elrian. I didn't receive Excalibur because I was better than Elrian, but rather it was because of the magic's personality. What? Magic has personality? While very rare, some magic tomes have a will of their own, and the magic itself chooses its owner. Excalibur, one such tome. I guess Excalibur liked my personality since it chose me. Magic choosing its user? Now I've seen everything. Haha. So, as you can see, Ron became the Wind Mage by chance. If things had gone a little differently, then perhaps Elrin would be the one being called the Wind Mage. I see. However, I must say, Wind Magic really suits you, Sir Merrick. Excalibur was probably smitten by your calm disposition. Oh, that's kind of you. Thanks. Okay, jetzt haben wir mit allen geredet. Erstmal die Boot jetzt auch einsetzen. Endlich, Mann. So. Was können die denn? Belf ist Schwertkämpfer, Robert ist Bogenschütze und Leiden ist sowohl Speer als auch Schwerttyp. Okay. Er leidet sehr. Keine Ahnung. Moment, woher kommen die eigentlich? Aus Grust. Die sind loyal zu Camus, okay. Moment, Sirius ist doch quasi
Sirius ist doch der... das alte Ego von Camus. Ich denke immer noch, dass es so... Wann wird das mal aufgedeckt? Ich weiß es nicht. Ich meine, seit Katharina könnte es ja immer sein, dass irgendwer... Okay, Katharina hat jetzt nicht mitgekämpft, aber es kann ja immer sein, dass irgendwer sich gegen uns stellt, wie Sirius hier. Ich meine, klar, wenn er stirbt, vielleicht nicht. Ich weiß es halt nicht. Okay, was brauchen wir? Itzel und Wendel können mal draußen bleiben. Dafür kann rein. Wir haben Diebe. Ach ja, warte mal. Melissa, du kriegst auch andere Items. Defense. Nicht Defense. Ach, ich habe gar keinen Thief mehr, als ob... Sind irgendwelche Waffen, die ich erneuern muss? Die Dragon Pike ist schon hart angeschlagen. Shaver ist auch nicht mehr so hart hier. Nimm mal Hammer mit. Okay, wer kann denn mal mitkommen? Komm, Robert und Belf, komm mal mit. Beziehungsweise... Was ich mich frage ist... Achso, der ist ein einfacher Kavalier, der ist ein Horseman. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Okay, Robert auf jeden Fall... Und dann Belf oder Leiden? Wer ist... Also, okay, die haben dieselbe Ausrüstung, können dieselben Waffen tragen, wer ist besser? 14, 12. Also, Belf hat mehr Stärke und Skill, aber Leiden hat mehr Speed und Glück. Aber Belf ist doch mehr oder weniger... einfach besser, oder? Komm. Die beiden kommen mal mit. Komm, kriegst du mal das Devil Sword. Warum nicht? Rider's Bane, aber momentan noch nicht. Ach, und du kannst noch einen, vielleicht noch einen besseren... Oh, Killerbow. Aber der ist, glaube ich, besser bei Jorge aufgehoben, ne? Mehr Speed. Das bedeutet doch, die können öfter angreifen, oder? Mehr Speed. Ich weiß es halt immer noch nicht. Du brauchst ein bisschen mehr Resistance, ne? Keine Ahnung.
Ja, und der Rest bleibt erstmal so. Ist auch wieder ein Secret Shop. Echt? Dann muss vielleicht jemand 20 oder weniger Züge. Oha. Vielleicht kann ja dann wieder Shida rein. Warum habe ich keine Dragon Pike genommen, ey? Im letzten Secret Shop. Ich bin doch auch ein Trottel. Mit Marser? Ach, Mars. Okay. Dann so schnell wie möglich zum Ziel. Okay, warte mal. Dann machen wir es anders. Elf kommt nicht mit, dafür Shida. Oh, Master Seal kann sie sogar einsetzen. Jawoll. Also wie darf ich das verstehen? Hat sich der Pegasus in so einen Drachen verwandelt oder hat sie den Pegasus einfach abgegeben? Und vorher was verkaufen? Ja, okay, stimmt. Stimmt, ich habe nur noch 880. Ich brauche das nicht mehr. Das nicht mehr. Das nicht mehr. So viele Stahlschwerter brauche ich auch nicht. Wonach ausgetauscht wird. Wonach ausgetauscht wird. Wir sind hier nicht bei Pokémon. Ja, stimmt. Iron Lance brauche ich auch nicht so viele. Vielleicht sogar gar keine mehr. Naja. Eine kann noch im Inventar bleiben. Boah, so viele Steel-Axes brauche ich auch gar nicht. Und so viele Hand-Axt. Eine kann weg. Teufelsachs 0 Gold, auch gut. Für 6 Gold verkaufen, Toms. Ey, wieso habe ich so viele Dorkies gekauft? Ey, das werde ich nie benutzen. Okay, 7000 Gold, das ist schon mal etwas. Nur Shida ist halt nicht gut im Kampf. Warum habe ich nur eine Drachenpike? Das ist belastend. Wo könnte denn hier ein Secret Shop sein? Hier glaube ich nicht.
keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Was habe ich gerade überlegt, jemand anderen noch mitzunehmen, nämlich... Nee, warte, was habe ich gerade überlegt? Statt daraus lieber... Irgendwas habe ich gerade überlegt, aber ich weiß nicht, wen ich dafür stattdessen reinpacken sollte. Komm, probieren wir es so. Ich wollte einen anderen Knopf drücken. Ich wollte Bildschirm wechseln, nicht überspringen. Are we there yet, Xane? We've climbed so high already. It's freezing and it's becoming increasingly difficult to breathe. Ach, ein Dieb wollte ich mitnehmen wegen den ganzen Truhen, genau. Just hang a bit longer, Princey. Look, you can see it, right? That's the Ice Dragon Shrine over there. My goat was waiting for you. You know, I must admit, I was shocked when you told me that Tiki was the daughter of the Divine Dragon King, and that you and Goto were both Divine Dragons. Oh yeah, but you see, after the war, Goto and I threw away our dragon stones, so I can never be a dragon again. Sure, Goto still stands by Naga's command and watches out for humans, but that ain't my thing. You see, I don't like humans. I've got nothing but contempt for those who treated the defenseless mana kids like insects. So I can understand why Medios despised you humans so. Medios, an Earth Dragon Prince, was the only one of his tribe who became a Manakete. And as ordered by Naga, he guarded the Dragon's Altar. But the once peaceful human race, along with power, began to rule with tyranny. They oppressed the dragons who had done nothing wrong. Furious at their betrayal by humans, the Manakete gathered in Dolhel, and they created a nation for their people, and then they fought to conquer humanity. To save the humans, Goto gave them the Divine Sword Falcon. He established an academy in Kadane and began to teach magic. Me? I was just an onlooker. Winner or loser, it was no concern of mine. But then why help me? I too am human. You're different. And you seem kind of flaky. I can't exactly leave you alone. Thanks, Xane. Oh, look at me! I'm blushing. Anyway, let's head to the shrine, but watch out for the ice dragons. Even though they've lost their minds, they still protect the shrine instinctively, the poor creatures. Okay. Jetzt geht's ab. Angriff! Alter, wie viel Schaden die immer machen? Ich könnte kotzen. Okay, der Drache sieht ein bisschen komisch aus. Von der Proportion her. Okay, Robert, zeig mal, was du kannst. Na. Ah. Wieso habe ich den nochmal mitgenommen? Oh ja, Fien hat jetzt eine hohe Reichweite. Das Problem ist halt nur, dass sie keinen Angriff überleben kann. Weil hier alles schneller gehen muss. Der Shop befindet sich in einem leeren Raum zwischen Bäumen in der Nähe, wo sich Beck befindet. Ach, hier? Okay. Ey, wie soll man denn darauf kommen, bitte?
Kumpel in der Ware. Denn Wurmslayer ist auch ein bisschen angeschlagen jetzt schon. Ey, die machen ultra viel Schaden, die Drachen einfach. Oder auch nicht. Auch gut, dass einfach alles feindliche Kontakt ist hier. Wie viel Shaver habe ich nur noch? 14. Na gut. Hab bitte keinen Tomahawk. Nee, hast du nicht. Immerhin geben die Drachen noch ordentlich die XP. Ja, das stimmt. Okay, Shida, kannst du ihn hier besiegen? Nein. Okay, du gehst mit nach links. Ich liebe Eislandschaften. Hat irgendwie mal was. Ja, stimmt. Sieht schon schön aus. Ich mag auch Schnee so. Ich meine, Winter ohne Schnee ist halt immer kacke. Aber Schnee ist immer geil. Also, aber hier, wo ich lebe, da gibt's wenig Weltenschnee. Und ja, durch die Erderwärmung gibt's ja auch immer weniger Schnee generell so hier in Deutschland. Okay. Level up! Nein, Tomahawk! Ach, komm. Haha, Mars ist Meister am Ausweichen. Nein, ach, komm. Aber, ich mag den Sommer trotzdem lieber, weil ich mag Kälte einfach nicht so. Und ich mag im Winter auch nicht, dass es immer so ewig dunkel ist. Das ist halt richtig belastend, finde ich. Was nun? Komm, Wodau muss mal mitmachen. Was auch immer das für ein Schwert ist. Auf jeden Fall macht's den hier platt. Weapon Level Up, sehr gut. Moment, der hat einen Tomahawk, ne? Ach. Yep. Tut er nicht. Tut er nicht mal. Ja, an sich ist mir der Frühling und der Sommer auch lieber, einfach weil es länger hell ist, genau. Herbst geht teilweise aber auch noch, finde ich. Ja, geht noch. Aber man merkt schon, jetzt ist schon wieder dunkel. Jetzt ist einfach so. Bam, weg mit dir. Wie
viel Schaden macht er eigentlich? 14, das ist schon eine Menge. Aber wie viel Schaden mache ich? Ach, ich mache den One-Hit weg. Das ist doch gut. Ja, komm. Mach den Platschi da. Du brauchst auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Okay, jetzt ist hier auch sicher. Endlich. Okay, jetzt diese Seite. Daraus ist gut. Was? Du hast keinen Tomahawk. Doch, hast du. Natürlich hast du das. Ha, okay. Oh shit. Der darf nicht entkommen. Oh nein! Oh nein! Was mache ich? Ich bin so ein Trottel. Weich aus! Das war ja ein Kurzauftritt von Robert. Ich habe aber auch nicht viel erwartet, natürlich. Ah, Mann, ey. Nein, 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 nein. Aber das war auch mega dumm jetzt da. Ich dachte... Ach, ich habe der unnötigste Tod aller Zeiten. Ich dachte, der Agro-Bereich wäre nur vom Dieb hier. Ich sollte auch meine Party ja nicht verballern, ne? Daraus mit Physik heilen, ja.
Pillenschaden, wow. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Spiel ist eine Ecke härter als das, also das Remake vom ersten Teil. Dingsbums Navarre ist in der Agro-Zone. Von dem Drachen hier? Ja, natürlich. Von dem Drachen. Okay, okay, okay. Ey, Jorge, geh da weg, Mann! Ach, komm schon! Wie habe ich den da hingestellt? Okay, hier, Physik, das allerletzte Mal. Bitteschön. Oh nein, jetzt zerbrochen. So unnötig. Einiges hier unnötig. Na gut, wenn er jetzt ausgewichen ist, hätte ich ihn gar nicht heilen müssen, aber es ist trotzdem. Sicher ist sicher, ne? Oh nein. Oh shit, ey. Wie weit kommst du eigentlich? Kein Meter weit, lol. Komm, Mart, du musst jetzt bis zu ihm hier kommen. Natürlich nicht! Natürlich nicht! Wehe, du schießt jetzt auch die hier. Mach das nicht. Mach das einfach nicht. Oh, stimmt, darauf kann er übers Wasser laufen, lol. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Wäre das so schlau? Ja, komm. Okay, gut, gut, gut. You, you're back! I think we'd meet here, of all places. Me too, Prince Mars. Boy, am I surprised to see you. It's been far too long. After the war, I was traveling the continent and somehow you landed up here? Well, thank goodness. There's no way you would have joined the barbarians.
back. We're fighting another war. Why don't you come with us? I don't have my ballista anymore, just my horse buddy right here. But if you're fine with that, then sure, I'll help you Princey. Warum nennen die denn alle Princey, Mann? Hier, am Bogen für dich. Dankeschön. Okay, hier ist der Laden, nicht wahr? Was? Hier. Hier? Hier. Du hast doch geschrieben. In einem leeren Raum zwischen Bäumen in der Nähe, wo sich Beck befindet. Okay, vielleicht ein bisschen weiter weg als da. Hier vielleicht? Ach, ich hab die VIP-Card nicht. Wieso hab ich die nicht? Ach, na gut. Ja. Und nun? Soll ich mit daraus jetzt weiterlaufen? Ich kann den hier angreifen. Bringt aber, glaube ich, nicht so viel. Ich bleib erstmal zurück. Er soll weiterkommen, Merrick oder Jorge? Jorge ist schon besser, ne? Ey, sag jetzt nicht, der kann auch über das Wasser laufen. Aber hier nicht? Hä? Doch. Also ich kann mit daraus hier hin angreifen. Ich kann auch von weiter weg angreifen, ne? Aber ob das so schlau ist, wie viel Schaden gibt, macht der 13. Ne, komm. Warten. Oh, Fina kann auch übers Wasser laufen. Stimmt. Und die müssen den Umweg gehen. Naja. Okay, Beck, zeig, was du drauf hast. Nein, natürlich nicht. Fuck, ey. Hier sind drei Magier, das kann nicht wahr sein. Drei sind ein bisschen viel.
Ach, den Drachenplatt hier. Bam! Lockt die Gegner, soweit es geht, raus. Okay, versuche ich. Wie viel Schaden wird der eigentlich machen? 16. Okay, der Beck wird auf jeden Fall noch etwas überleben. Schon mal nicht schlecht. Malisha ist halt... Moment, ich habe eine Idee. Silence bedeutet Silence. Ha, ich habe... Hält Ice Breath auch als Magie? Das ist halt die Frage. Kann die beiden außer Kraft setzen, die außer Kraft setzen? Ich glaube, das mache ich sogar. Geh back hier hin. So, Silence! Warte erstmal. Wie viel Schaden wird das machen? Ich weiß es nicht. Erstmal hier hin. Ja, komm. For a turn. Also, ist auch der Gegnerzug mit gemeint, oder? Muss ja eigentlich. Sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Diese. Ah, ja! Zumindest dieser Zug. Moment. Vielleicht der Gegnerzug ist ja noch gar nicht angezeigt. Nein, aber die Magier greifen alle für eine Runde nicht an. Aber deine Magier und Heiler auch nicht. Okay, das macht nichts. Ich will ja eh nur mit ihr noch angreifen. Okay, Beck, du überlebst das. Ja. Okay. Aber jetzt können die wieder, okay. Denk an den Shop. Oh ja, richtig. Aber ich glaube, erstmal sollte ich mich hier um die Drachen hier kümmern. Den Schaden. Ach fuck, drei Drachen hier, das ist ein bisschen viel. Den kaputt. Okay, gut. So, kann Mars den jetzt platt machen, den anderen Drachen hier? Glaub nicht. Und Beck? Ne, das reicht vorne und hinten nicht.
erstmal abspeichern. Okay, folgendes. Dance. Und Shida sollte es überleben. Weh, der macht jetzt 12 Schaden. Nee, macht er nicht. Okay. Nein! Ach, komm schon! Okay, dann muss Mars ihn jetzt doch platt machen. Komm, das klappt. Oder auch nicht? Doch. Oje, hoffentlich sind jetzt alle hier sicher. Ich denke, ich habe mich nicht verkalkuliert hier. Nee, auf alle sicher. Okay, gut, gut, gut. Wie viel Schaden machst du eigentlich? 8. Und du mit Bolganone? 12. 8 plus 12 sind... Greifen die eigentlich zweimal an? Plus 12 sind 30, ne? Ne, 20. Bams. Ausweichen? Natürlich nicht. Ich könnte jetzt wieder Magie verbieten, aber nee, die überlebt das. So erst recht. Moment, warum hat man beim Chest bei der Truhe eigentlich so einen Hintergrund? Das ist auch kurios. Okay, okay, okay. Auf zum Shop. Moment, du kannst hier über das Wasser laufen. Ist das so schlau jetzt? Der kann auch übers Wasser. Aber ob das so schlau ist, ich glaube nicht. Fuck, Mann. Komm, einfällig kannst du ins Wasser. Du nicht. Okay, ihr müsst dann nach oben. Okay. Ja, der Würmslayer muss ja auch mal wieder repariert werden. Das ist auch wichtig. Was? Ach, der kann ja nicht übers Wasser. Okay.
Ja, dann bleibt nur der Weg. Okay, Save-File danach. Secret Shop! Was gibt's denn hier? Favor ist gut, Physik ist gut. Nochmal Physik auf jeden Fall. Haben so viel Physik wie möglich. Der Rest ist eher zweitrangig, ne? Ich meine, Killing Edge, Killer Lands und so weiter und so fort ist für alles gut. Aber ist auch nicht so unbedingt vonnöten. Physik ist, brauche ich immer. Wo kann ich denn noch einen Safe-File machen? Ach, du meinst so im Safe-State. Okay. Ja, drei Drachen auf einmal, ey, das ist unglaublich. Welchen Zug haben wir eigentlich gerade? 9. Kommt's auch mal irgendwann an, hoffentlich noch, bevor es zu spät ist. Den Platz. Ja, nimmt aber auch ein bisschen Schaden. Erstmal alle. Kann ich einen von euch rauslocken? Wie viel Schaden wird der denn machen? 14. Okay. Aber warum habe ich nicht die Handaxt ausgerüstet, weil... Ach, naja, egal, macht nichts. Ja, Physik werden wir sehr häufig brauchen. Der kommt nicht mal. Alles klar. Angriff. Angriff. Thank you.
Aber warum habe ich mich dahin gestellt? Das ist das Dümmste, was ich hätte machen können, irgendwie gerade. Platt machen! Okay. Kann ich ihr noch Physik geben? Ja, kann ich. Okay. Auf jeden Fall, Navarre braucht ein bisschen Physikunterricht. Shida kann erstmal nicht viel machen. Mehr. Beck, kannst du noch irgendwas reizen? Kannst du dir platt machen? Kannst du. Du nimmst aber auch Schaden. Komm. Okay, wow, geschafft. Lol, als ob. Moment, habe ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Das bringt null. Die brauche ich nicht. So viele Stahllanzen. So viele Türschlüssel brauche ich auch nicht, Mann. Nicht im Ernst. Erwarte. Okay, was können wir uns davon jetzt leisten? Warte mal. Nein, nein, nein! Ach. Falsch gedrückt. Egal. Vielleicht noch die ein oder andere Truhe öffnen, ja. Wenn jetzt die Drachen nicht wären, würde ich sagen, ist eine gute Idee. Nein! Ey, mach den doch platt, Junge! Oder Frau, Mädchen. Na, ist egal. Okay, das passt. Moment, wie weit kommst du so weit? Nein. Egal, greif mich an, keinen anderen, das wäre freundlich von dir. Nicht Navarre angreifen. Moment, kannst du den angreifen? Ja, kannst du.
Du kannst mal raus hier gehen. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, okay, gut. Endlich geschafft. Endlich vor allem. Der läuft auch ein bisschen. Okay. Was will ich denn mit dem Geld kaufen? Shaver haben wir, Killerbogen können wir uns nicht leisten, Killer Axt, Killer Lanze, Killing Edge. Ja komm, Killer Axt. Oder? Ja komm. Passt schon. Kommst du da hin? Nein. Scheiße. Ich probiere noch ein paar Runen zu öffnen. Du verschöpfst mal den Eingang hier und du den hier und du haust mal ab. Und der Rest kann so bleiben. Denk dran, nicht mehr als 20 Turns. Ne, wir sind Zug 13. Also ist noch alles... alles im grünen Bereich. Da komme ich nicht mehr hin so schnell. Ach komm, ey. Als ob... Haha, sehr gut, Navarro. Ich bin stolz auf dich. Dings, daraus kann da hin. Mach die Türruhe auf! Wormslayer, sehr gut. Und daraus geht zur Festung, dass da nicht noch ein böser Drache rauskommt. Moment, wieso kann ich denn jetzt nicht über das Wasser gehen? Ach komm, als ob... Okay, Zug 17, Zug 18, Spirit Dust, okay. Und Zug 19.
Gerade so geschafft. Map clear, Wuff. There's something that's been bothering me. The five orbs are very important, correct? But Lord Goto never told us much about them. Do you know anything about them, Xanu? Well, Goto kept his lips shut because he was afraid of giving you a heart attack. Tell you what, I'll tell you about them. But I have to warn you, it's a long story, Onine. The orbs are meant for the shield that binds the Earth Dragons. In other words, they were once embedded in the shield itself. The orbs have been handed down for generations amongst the Divine Dragons and each contains a hidden power. The shield itself is but a pedestal for the five orbs to release their innate powers. If even one orb is missing, the seal's a goner. I see, but if that's the case, why were the orbs separated? Because the shield broke. The binding shield that was enshrined in the Fane of Raman was stolen. When exactly did this happen? 600 years ago, I reckon. Goto scoured the lands searching for the shield, hoping to get it back. He managed to retrieve the five orbs, but in the end he couldn't find the shield. Then, in the last war, the Fane of Raman was looted and the orbs were scattered once more. I see, so the orbs that Lord Goto lost, he's searching for them again? Yep, I'm sure you know about the Star Sphere, Light Sphere and Geosphere. And there's also the Dark Sphere and Life Sphere. Goto's got the Light Sphere, but the Star Sphere's in pieces. Ach, Moment! Ist das das, was wir zusammen, diese Tierkreiszeichen, die wir sammeln? And it sounds like Garnet gave the Dark Sphere to Hardin. The Geosphere is in Altair, so all that remains is the Life Sphere. Anyway, let's go inside. I'll be helping you too. Now, come on, Princey. Princey, eh? Sire, please wait. Joey, you as well. I just received a distressing message. People have been sighted not far behind us. There seems to be a battle underway. Out here, could it be the barbarians or perhaps the assassins? In any case, this area is almost entirely uninhabited, so it can't be any old people. To make matters worse, the snow is becoming heavier. Fighting will be difficult in this weather. But if there are allies... Indeed, you cannot abandon them. If there are allies, that is, then we'll just have to find out for ourselves before the battle is over. Let's go! Okay, das... Zusatzkapitel machen wir noch. Die Side Story. White Darkness. Auch gut. White Darkness. The blizzard has gotten worse. I can barely see anything in front of me. Joey, I think I can see somebody ahead. Is that... Ah, Sire, please, stay behind me. I feel the presence of enemies. Several are currently targeting us. What? But we can't see anything like this. How should we fight back? We've no choice but to directly engage the enemy. It will probably be a dangerous battle, unlike any we've faced previously. Indeed. I should select those who will fight with prudence. Prudence? Okay. Oh nein! Wir sehen nicht, welche... gegen wen wir kämpfen müssen. Moment, wer bist du eigentlich? Ach! Gehörst du zu uns? Nein. Das ist ein Feind. Okay. Ach komm, ey. Scheiße. Was? Okay, viel zu labern noch. A report has come in of a battle happening behind our army, be it barbarians or those assassins. As Prince Mars said, if our allies are fighting, we cannot leave them to their fates. The battlefield is a blizzard, you won't be able to see far, so be careful. Hey, Joey! What is it? You really do train every single day, don't you? Die Tänzerin würde ich hier rausnehmen. Ja, verstehe ich.
How can you train all by yourself when there's such a cute girl by your side? I lose my competitive edge if I miss a single day. That's so boring. Alright, hey, do you want to see my dance? Your dance? Yes, gladly. Your dance invigorates people, right? If you dance on me, I'll be able to train twice as hard. Then, do you want to see a normal dance or a special dance? A special dance? You see, my special dance, I've never shown it to a man before. Because it's very embarrassing. Is it so? Okay, striptease or yes, because it's very revealing. Oha. But I wouldn't mind showing it to you, Joey. What? You're special to me, Joey. So even if it's embarrassing, if you want me to do it, then I will. So, Joey, do you want to see my special dance? No, I... what? Ah, it was a joke. Look at you. You've gone all red. There's no way I'd show it to you that easily, and you took me seriously. You... But it's fun to tease you, Joey. Okay, if you're annoyed, then how about you tease me back? Enough of this. I'm going back to my training. No, don't get angry at me. I was just teasing you. Hey, wait! Oh, Daros, was hast du denn zu sagen? Also, Daros hat immer noch denselben, dasselbe Faceset quasi, so, aber obwohl er eine Rüstung jetzt mittlerweile hat, das passt irgendwie gar nicht mehr so. Herum. Ah, there be so much dirt to clean here. I had to pull me load. What? Huh? Who might you be? I be Daros. Do you have any business with me? The name's Joey. Well, not quite business, but I thought I was the one in charge of cleaning this place. Arr, I be sorry, but I'd be done soon. Just wait a moment. Okay. Hounds! Hmm? So, Daros, when you said you'd be done, do you mean all the cleaning? Aye, of course. Is summit wrong? No, not really, but... Arrgh, good to hear. Then I'll be getting back to work. Ah, alright. Wow, the floor is sparkling. No, that's what I call a thorough job. Good day, Princess Cheetah. Good day, Militia. I've been thinking about what you told me ever since, and don't tell me you're planning to wet Mars. Yeah, how did you know? I'm so embarrassed. Hey, Militia, I wonder if you're aware that Mars happens to be engaged? Yes, Sir Jagen told me. But since it's Prince Mars, I'm sure he has deep reasons. I shall keep on waiting for him, always. I see, good luck. Thank you for your support, Princess. I'll do my best. I couldn't tell her I am the one he's engaged to. However, I mustn't let this misunderstanding last any longer. I have to make her listen next time. Wird eh nichts draus. Hmm, how should it be? Tied up in the back or maybe braided? What are you talking about? I was thinking about what your new hairstyle should be, Navarre. I didn't ask for one. Ich sehe so aus, als würde ich mir je eine Frisur in meinem Leben gemacht hätten haben. Nein. Also er hat seine Haare 20 Jahre lang einfach wachsen lassen. So sieht's aus. Navarre, your hair is so pretty. It'd be a shame to leave it like that. Leave it to me. I've got tons of cute hairdos in mind. I have to repay you for saving my life, don't forget. Don't you think you can return a favor this way? I've got it. Twin tails. It's a hairstyle in Rogue and Warren. I'm sure it'll suit you. Yeah, auf jeden Fall. Navarre, come here. Oi. Yeah, so cute. Bah. Why did you undo it? It suited you. You're irritating me. Don't talk to me again. Okay. So, wen wollen wir denn mitnehmen?
geht hier raus, meinst du? Oh, shit, ey. Die kann auch nicht wirklich mitkämpfen. Komm, Aaron, du machst mal wieder rein. Halt. Und wer noch? Irgendwer, der noch eine hohe Reichweite hat. Shida? Nee, Shida ist ganz schlecht. Komm, nehmen wir mal Belf mit. Rider's Bane ist gut. Und Itzel, der kann auch heilen. Itzel, meinst du? Ja, wäre eine Idee. Okay. Na gut, Belf. Dann tun wir mal Itzel rein. Ja, passt schon so. Fight! Was ist jetzt los? Wer bist du? Athena! Bringst du hier? Wer ist denn Athena? Kenn ich die? Nee. They're coming after you, Prince Mars. We wanted to warn you. Ah, I see. So you wanted to help me. Thank you, Athena. It's fine now. I'll handle the rest. You'll defeat the enemy. Joey raus dafür. That wench. Wench. How dare she get in our way? If she hadn't spotted us, I could have shot the prince dead. Oh well. As long as the blizzard carries on, this battle is mine. You can't see anything, can you? But we can. Now it's time for you to die, blind and blissfully ignorant. Okay. Athena. Zeig mal, was du kannst. Auf jeden Fall nicht den platt machen. Joey ist jetzt leider drin, aber der kann zumindest ihn hier platt machen. Belf kann bleiben, sagst du? Okay, jetzt zu spät. Okay. Stirb. Oder auch nicht. Stirb. Okay, ich dachte, das ist jetzt alles mit Ballistikern hier voll, aber scheinbar nicht. Aber ein bisschen sind hier schon. Kannst du nicht ein bisschen stärker sein? Okay, aber es ist eine interessante Idee hier mit diesem Fog of War hier. Dass man nur sieht, was so vor einem ist. Kennt man ja so aus solchen anderen Strategiespielen. Oh was, und das war scheinbar der Cousin von Beck. Und das war Becks Onkel. Aua, was soll das? Nein! Als ob! Tschüss, Athena. Too weak, ja. Fuck, als ob? Was?
You want to escape from this darkness? I'm afraid I won't let you. You won't see the sunlight ever again. What? Als ob hier Athena schon direkt platt ist. Stirb. How dare you? I'll kill anybody in my way. Das war ein kurzer Auftritt. Just watch me. I'll kill you all. Das war echt ein kurzer Auftritt. Ah nein, der hat eine Handaxt. Okay, macht keinen Schaden. Ey, das ist jetzt irgendwie blöd, dass sie weggestorben ist. Das ist irgendwie echt. Naja, dann war halt dann nur ein kurzer Auftritt. Kann man nichts machen. Aber wieso ist er auch so schwach, ey? Oh nein. Scheiße, als ob... Okay, ich muss jetzt sowieso... Okay, nee, doch nicht. Von vorne anfangen. Ja, wo ist der Ballistika? Hier? Ja. Okay, stirb. Na, Map clear. Okay. Cool. Sire, we have rooted the enemy. We have accomplished our objective. There is no need to remain here. Let us continue to the Ice Dragon Shrine. Indeed. The sooner we meet Lord Goto, the better. Let's go. Lady Eremia, I'm alone once again. Kleine. Eine? Why are you here? Don't tell me you came here to laugh at pathetic old me. Come on. Hold on to me. Let's return to the hideout together. What? You can't walk around wounded like this. And you'll freeze to death if you don't find shelter soon. Why? Why would you go so far to help me? I've always treated you like dirt and yet you... Because you're my little sister. You know I'm not your sister. We're both orphans, remember? We've always been alone. But we were raised together by Lady Eremia. I don't mind if you hate me, but I don't want to lose you. If I were to lose this one bond, I'd be alone in the dark again, and the same goes for you. Aina, please, hold on to me. But this will be the first and last time I'm gonna obey you. You hear me? Alles klar. Yes, I am aware. Wer ist das eigentlich? Aware of Altair's actions. We will begin the next phase of our plan. Your wish is our command, Master Garneth. Lady Eremia. Kleine failed, didn't she? Yes. She's severely wounded. We need to have her treated. Dispose of her. What? But Lady Eremia. She's of no use to me, wounded like this. Just leave her and she'll die by herself. Oha.
What's with that face? It's natural that I'd die if I failed. I knew this would happen. But... Kleiner. Go away. I don't want you to see me like this. Very well. Eine. Wait. Don't go. I changed my mind. Stay with me. I don't want to be alone. Kleiner. I'm right here. I'll always be by your side. After all, I'm your big sister. Well, you have to be annoying till the end. Kleiner. Ey, in dem Spiel gibt's einfach doppelt so viel Text wie im Spiel davor. Es ist einfach so. Okay, aber es war es heute für Fire Emblem. Und Athena hat nur einen ganz kurzen Auftritt gehabt, leider. Oh, Tiki. Naja, damit machen wir nächstes Mal weiter.